Liebe Architects for Future, liebes Publikum, liebe Gäste und vor allem liebe MitunterzeichnerInnen unseres offenen Briefs an die Bauministerkonferenz. Herzlich willkommen zu unserem Webseminar Umbauordnung, damit die Bauwende gelingen kann. Mein Name ist Christina Batz. Ich koordiniere bei Architects for Future gemeinsam mit meinem Kollegen Michael Wicke. Sag mal kurz Hallo. Hallo. Das Thema Bauen im Bestand und gemeinsam haben wir auch das Projekt Umbauordnung geleitet und gemeinsam werden wir Sie durch den heutigen Abend führen. Der heutige Abend ist kein klassisches Webinar, sondern wir werden den als Podiumsdiskussion gestalten. Deswegen bitten wir auch alle, ihre Kameras auszuschalten. Das Ganze wird heute aufgezeichnet und den Ton auszuschalten. Genau, wir wollen mit unseren Gästen über eine Novelle der Bauordnung, unsere Änderungsvorschläge für eine Umbauordnung und unseren offenen Brief an die Bauministerkonferenz diskutieren. Diesen offenen Brief an die Bauministerkonferenz mit der Aufforderung, die Bauordnung zu novellieren, haben bis dato bereits über 50 Verbände, Institutionen und ProfessorInnen mit unterzeichnet bzw. unterstützen diesen. Deshalb können wir sagen, dass dies nicht nur ein Anliegen von Architects for Future ist, sondern ein Anliegen, das querbeet aus der Bau- und Immobilienbranche kommt. In diese finale Fassung unserer Änderungsvorschläge ist bereits wertvolles Feedback von unseren TeilnehmerInnen, Entschuldigung, UnterstützerInnen eingeflossen, aber auch Feedback eingeflossen von unseren KritikerInnen. Mit drei von unseren UnterstützerInnen möchten wir heute stellvertretend diskutieren, warum die Novellierung der Bauordnung für klimaneutrales, kreislauffähiges und in allen Aspekten nachhaltiges Bauen so wesentlich ist und warum sie unseren offenen Brief unterstützen und welche Punkte sie gegebenenfalls noch haben, die sie zu diesem offenen Brief und der Aufforderung an die BauministerInnen noch gerne mitgeben möchten. Wir begrüßen drei bekannte Gäste, die vermutlich keine große Vorstellung brauchen. Herzlich willkommen, Frau Professor Annette Hillebrand von der Bergischen Universität Wuppertal als Vertreterin von der Wissenschaft, unsere Expertin für Materialkunde, Urban Mining Design, rückbaufähiges und recyclingsfähiges Bau. Und weiters begrüßen wir zwei, die sich seit vielen Jahren mit nachhaltigem Bauen beschäftigen und auch politisch sehr aktiv sind und zum gemeinsamen Handeln für eine Klimawende und eine Bauwende sich immer wieder einsetzen. Zuletzt in dem gemeinsamen Positionspapier von der Bundesarchitektenkammer, der DGNB und der DUH mit der Forderung 1.1.100.100 an die zukünftige Bundesregierung. Herzlich willkommen, Frau Dr. Lemaitre von der DGNB und herzlich willkommen auch Herr Müller als Präsident von der Architektenkammer Baden-Württemberg, beziehungsweise auch Vorsitzender vom Ausschuss Wirtschaft, Energie und Baukultur der Bundesarchitektenkammer. Last but not least möchte ich noch unsere Kollegin Elisabeth Bormann vorstellen, die uns im Hintergrund unterstützen wird heute. Sie koordiniert bei Architects for Future die Themen Politik und wird heute Ihre Fragen im Chat entgegennehmen, sortieren und dann bei Gelegenheit dem Podium stellen. Das heißt, gerne bitte Fragen in den Chat schreiben. Kurz zum Ablauf des heutigen Abends. Wir haben eine Stunde Zeit für den offiziellen Teil, der eben aufgezeichnet wird. Micha wird eben kurz Hintergrundinformationen geben, warum wir uns bei Architects for Future mit der Bauordnung beschäftigt haben und letztendlich den offenen Brief an die Bauministerkonferenz geschickt haben. Der große Teil des heutigen Webinars wird der Podiumsdiskussion gewidmet sein und wir möchten mit einem Ausblick gegen 20 Uhr dann schließen. Anschließend, wer noch Lust hat, kann gerne dabei bleiben, dann werden wir die Gesprächsrunde öffnen, sodass Sie auch aktiv in das Gespräch einsteigen können und somit noch den Abend ausklingen lassen. Genau, und damit kommen wir zum Einstieg in das eigentliche Thema. Wir brauchen geänderte gesetzliche Rahmenbedingungen, damit eine Bauwende gelingen kann. Micha, du bist dran.
Ja, ich gebe schnell einen Einblick. Ich glaube, ich muss in dieser Runde eigentlich niemandem erklären, wie sehr der Bausektor bei der Klimakrise oder beim Erreichen der Ziele oder der Grenzen eine Rolle spielt. Architektur oder der Bausektor ist der schlafende Riese mit über 40% oder mit circa 40% der CO2-Emissionen, mit mehr als der Hälfte des deutschen Mülls und mit einem Verbrauch von über oder 90% der nicht nachwachsenden mineralischen Rohstoffe. Wir haben also als Architect for Future damals dann schon, also Anfang des Jahres, eine Petition eingereicht, wo wir gesagt haben, die wir auch im Bundestag vorgestellt haben, wo wir gesagt haben, ja, es gibt folgende Punkte, es gibt viel zu tun. Die Petition selber, die hat fast 60.000 Unterschriften bekommen, was ein deutliches Zeichen dafür ist, dass es eben kein Thema ist, was den Leuten nicht bewusst ist. Das ist auf dem Schirm. Und wir haben damals schon mit Politikern und Politikerinnen geredet und sind da aber dann offene Türen eingerannt. Das heißt also, die Stimmung war so, dass alle gesagt haben, ja, da muss ja wirklich mal jemand was machen. Es gab aber keine konkreten Schritte oder es gab für uns keine ersichtlichen konkreten Schritte, in welche denn die Politik jetzt insbesondere, welche Ziele die sich jetzt für die nächsten 5 Jahre setzte oder so. Jeder Architekt, der sich jetzt selber sagt, okay, das könnte ich ja jetzt auch auf der Baustelle machen, ist ja ein großes Thema und ich will ja auch Umwelt gestalten oder Lebenswelten gestalten, dem Thema nehme ich mich an, der wird relativ schnell feststellen, dass er auf der Baustelle, dass ihm da relativ schnell auch Grenzen gesetzt sind. Und so haben wir das eben dann eben auch aufgefasst und haben gesagt, okay, im nächsten Schritt müssen wir an die Legislative ran oder müssen an die Regularien ran. Wir haben außerdem ja auch zum Bauen im Bestand eine Umfrage unter Architekten gemacht, wo wir erfragt haben, was sind denn die größten Hürden, wenn wir im Bestand bauen, wo ja Bauen im Bestand einer der größten Hebel ist, wenn wir CO2 zum Beispiel einsparen wollen, aber eben auch Müll, das heißt also den Lebenszyklus von Gebäuden möglichst groß verlängern, möglichst lang ziehen. Und da kam eben raus, dass die Bauordnung bei vielen Fragen auf der Baustelle Unsicherheiten, zumindest in den frühen Planungsphasen aufwirft. Und also je unkonkreter, desto größer natürlich die Unsicherheiten. Aber auch wenn es konkret wird mit den ganzen Zustimmungen im Einzelfall, dass sie da einem eben dann auch eben schnell auf die Füße fällt. Wir haben dementsprechend gesagt, okay, wir schauen uns die Musterbauordnung an und versuchen herauszufiltern, welche Stellschrauben, an welchen Stellschrauben können wir ziehen, an welchen Stellschrauben können wir drehen, um das Bauen im Bestand als Standardaufgabe von Architekten, die es ja eigentlich sein sollte. Es ist ja nicht der Neubau, der die Standardaufgabe ist, denn wenn man sich vor Augen führt, vom Gebäudebestand, der 2050 existieren wird, stehen jetzt schon 80%. Das werden wir nicht alles neu bauen, sondern das Bauen im Bestand ist und bleibt auch irgendwie Hauptaufgabe und da sollte sich auch eine Bauordnung danach richten. So. Wir haben festgestellt, dass das und viele andere ja auch und viele von euch wissen das vielleicht auch, dass das eben jetzt gerade nicht so ist, dass die Bauordnung orientiert sich an State of the Art und legt damit eben Bedingungen an ein 100 Jahre altes Haus, das das eben nicht immer easy peasy erfüllen kann. Dementsprechend haben wir eben diese Musterumbauordnung verschickt in einem offenen Brief Anfang Juni, wo wir 7 Stellschrauben als ersten Diskussionsaufschlag festgestellt haben oder erörtert und erklärt haben, wie wir damit umgehen würden und sind jetzt eben mit euch ja auch und mit unseren Gästen mitten in der Diskussion, wie wir das denn umsetzen oder was die nächsten besten Schritte sind, um das hinzukriegen. Im November wird die Bauministerkonferenz sein, der wir das geschrieben haben und wir hoffen, dass die sich das auf ihre Tagesordnung ziehen und anfangen, darüber zu diskutieren, denn es geht keine Klimawende ohne eine Bauwende und die hängt eben dann auch an solchen Schritten und die müssen möglichst früh angegangen werden,
damit wir die Klimakrise überhaupt noch in den Griff kriegen. Unsere Idee war, wenn wir die Musterbauordnung oder die Musterumbauordnung dann implementieren, dass eben es mehr Planungssicherheit und Kostensicherheit im Bestand gibt und dass vor allem auch flexibilisiert wird, damit man die auf die ganzen Anforderungen oder die Hard Facts, die eben ein bestehendes Gebäude einem gibt, damit man darauf möglichst einfach reagiert kann. Das ist wichtig, damit überhaupt, also damit der Gedanke, ich reiße es ab und baue es nochmal neu, an Charme verliert, auf jeden Fall zuerst schon mal. Genau, das als Aufschlag, warum wir hier sind und freue mich auf die Diskussion auf jeden Fall heute Abend. Ja, ich mich auch und ich würde gleich gern mit der ersten Frage einsteigen. An alle drei, wie so Ihre Einschätzung ist, warum die Bauordnung so wesentlich ist, um klimaneutrales bzw. klimapositives Bauen zum Standard zu machen und warum Sie unseren offenen Brief unterstützen bzw. mitunterzeichnet haben. Wer möchte zuerst? Ich weiß nicht, ich kann gerne anfangen. Also ich finde, ihr habt ja ganz richtig in eurem Pamphlet hier geschrieben, ziemlich weit vorne, dass eigentlich in jeder Bauordnung drinsteht, oder in Musterbauordnungen genauso wie in den Länderbauordnungen, dass die natürlichen Lebensgrundlagen auch in Verantwortung für die zukünftigen Generationen geschützt werden müssen. Und das steht in jeder Bauordnung drin, aber es interessiert keinen. Also ich habe noch nie von einem Bauantrag gehört, der abgelehnt worden ist, weil er Ressourcenverschwendung betreibt. Aber eigentlich könnte man fast jeden Bauantrag ablehnen. Aufgrund dieses ersten Paragraphen, der da drin steht. Meistens Paragraph 3 in den Länderbauordnungen. Also das ist das Erste, weshalb ich denke, irgendwie, ich bin auf jeden Fall dabei, euch zu unterstützen. Und gut, das Zweite ist, ich komme so ja aus der Recycling-Ecke, Reuse, Recycling und Abfallvermeidung. Und in diesen Bauten, die wir haben, ist naturgemäß jetzt hier, zumindest in Deutschland, wahnsinnig viel mineralisches Material gebunden. Und für das mineralische Material gibt es eigentlich bisher kein echtes Recycling-Konzept ohne Qualitätsverlust. Das heißt, wir sind eigentlich immer bei einem Downcycling. Und damit sind wir auch bei jedem Abriss, den wir machen, bei einem großen Haufen Abfall. Das ist das Zweite, weshalb ich das auf jeden Fall unterstützt habe, neben vieler anderer. Und weil ich selber natürlich auch so ein bisschen als teilweise noch nebenbei tätige Architektin echt betroffen bin. Bauen im Bestand ist viel zu kompliziert. Und das kann man eigentlich schon ganz schön auch daran sehen. Die Zukunftsbau kennt ja wahrscheinlich jeder. Die Förderung durch die Zukunftsbau hat einen Leitfaden für Aufstockung, Nachverdichtung herausgegeben. Allein der dieser Leitfaden, der einen ja ertüchtigen soll, um im Bestand zu bauen, der hat 250 Seiten. Und da sieht man schon, wie komplex dieses Thema ist, wie riesig es ist und dass wir auf jeden Fall schauen müssen, dass es einfacher wird. Genau, diese zwei Punkte, das kreislauffähige Bauen und das Bauen im Bestand, auf die möchten wir dann später noch detaillierter eingehen, aber jetzt zuerst noch an die beiden anderen dieselbe Frage. Warum unterstützen Sie den offenen Brief und fordern auch Sie, dass die Bauordnung geändert werden muss? Natürlich kann ich viel von dem, was die Annette Hillebrand gerade gesagt hat, unterstützen. Ich glaube, für uns war der Hauptpunkt, es muss sich was ändern. Wir müssen endlich mal diese verkrusteten Strukturen aufbrechen. Das ist ja was, wo wir uns als TGNB schon seit vielen Jahren für einsetzen und uns natürlich freuen, dass es jetzt doch auch mehr in der Breite ankommt, dass das Bauen auch eine gesellschaftliche Relevanz bekommt, dass es eben auch mit als Klimasünder identifiziert wird. Und das andere ist, den Raum für Ausreden zu schließen. Das klingt jetzt vielleicht sehr hart, aber ich bin jetzt ja, wie gesagt, schon eine ganze Weile bei der DGNB, seit 2009. Und ein großer Teil unserer Arbeit ist ja, dass wir mit vielen Akteuren sprechen über die gesamte Wertschöpfungskette des Bauens, die ja einfach sehr differenziert ist. Wir haben eine sehr hohe Intransparenz im Bauen. Wir haben ja keine Fehlerkultur. Wir reden ja nicht über das, was danach einmal rausgekommen ist. Wir sehen immer viele tolle Renderings auf den Präsentationen oder den Ankündigungen. Aber wir haben ja keine Kultur des Nachher-Nachfragens, was ist denn eigentlich draus geworden? Und das andere, was mich immer auch persönlich echt verrückt macht, ist dieser Circle of Blame ist ja unendlich groß.
Also es ist ja immer der andere schuld, warum man es nicht gemacht hat. Und am Ende ist es dann irgendwann die Gesetzgebung, weil die Gesetzgebung sitzt meistens nicht mit am Tisch. Aber das geht ja immer durch und der Architekt und der Bauherr und der Investor und der Nutzer und keine Ahnung wer. Und am Ende die Gesetzgebung. Und von dem her glaube ich, dass wir da natürlich dringend ran müssen. Ich glaube aber auch nicht, dass wenn das sowas jetzt so umgesetzt wird, dass auf einmal alles gut ist. Ich denke, dann werden wir andere Barrieren finden, dann wird es andere Gründe geben, die genannt werden. Von dem her bin ich ein großer Verfechter der Strategie Raum für Ausreden schließen, dass man einfach sagt, nee, das stimmt doch gar nicht. Das hättest du machen dürfen. Warum hast du es nicht gemacht? Dann wird natürlich die Suche weitergehen. Aber je mehr Transparenz wir da haben und auch je mehr wir die Themen auch quasi mal auf ein Ziel ausrichten, nämlich auf das Thema Klimaschutz, Umweltschutz, Ressourcenschutz, desto schwerer wird es werden, die, die im Grunde nicht wollen und die immer sich hinter irgendwelchen Ausreden verstecken, dass die das so weitermachen. Und das ist ja im Grunde das, was wir brauchen. Wir müssen es ja endlich mal skaliert bekommen. Wir müssen ja mit den Themen in die Breite kommen, in jedes Bauvorhaben, egal ob Infrastruktur, Hochbau, egal was. Wir müssen es doch überall besser machen und überall müssen wir versuchen, diese Themen zu implementieren. Kann ich Ihnen nur zustimmen. Vielleicht können wir das im Nachgang noch weiter diskutieren. Herr Müller, wir waren wirklich positiv überrascht, dass die Bundesarchitektenkammer so rasch zu einem Entschluss gekommen ist, uns bei unserem Vorhaben zu unterstützen und das gerade zu einem Zeitpunkt, wo auch gerade noch die Präsidentin, die ja wieder eine Präsidentin ist, neu gewählt wurde. Wie ist Ihre Einschätzung und warum unterstützen Sie das Vorhaben? Also erstens unterstützen wir es ganz schlicht, weil wir es gut finden, dass aus der Architektinnenschaft wirklich jetzt gesellschaftliche Initiativen kommen, dass klar ist, wir alle, seien wir Landschaftsarchitekten, Stadtplaner, Innenarchitekten oder Hochbauer, haben eine Verantwortung, der wir uns stellen müssen, die eben über ästhetische Fragen hinausgeht. Und das finde ich beispielsweise im Wohnungsbau, als wir entdeckt haben, wir müssen mit den Soziologen verstehen, was die Bedürfnisse von Menschen sind. Und das sehen wir auch in der Klimadebatte. Und deshalb haben wir schon lange an Konzepten gearbeitet, haben auch immer versucht, die Widersprüchlichkeiten des Themas im Blick zu behalten und haben deshalb auch mit unterschiedlichsten Institutionen permanent gearbeitet und würden auch unterschreiben, dass eben schlicht deshalb Bauen im Bestand und klimaschonendes Bauen zwar von allen immer gut geheißen wird, aber am Schluss nicht passiert, weil es eben sehr viel komplexer ist, als man das im Neubau auf der grünen Wiese hat. Und das sind ja an vielen Stellen ja die Phänomene. Wir sehen das im Bauplanungsrecht aktuell mit dem 13b Baugesetzbuch, gegen den wir angekämpft haben, wo man eben Bürgermeistern, die möglichst viel Quadratmeter mit wenig Denken erschließen wollen, natürlich sich durchsetzen im Zweifel. Und deshalb ist es so wichtig und gut, dass es Architects for Future gibt und dass ihr offensichtlich eine größere Resonanz bekommt in der Politik, als das vielleicht so die klassischen Institutionen haben. Und von daher sehen wir das als großen Gewinn. Wir haben das ja in Baden-Württemberg, haben wir Architects for Future ja auch damals dabei gehabt, als wir unsere Landtagswahlprüfsteine aufgestellt haben. Und ich glaube, das macht uns stark, wenn wir da gemeinsam agieren. Also das, warum wir das unterstützt haben. Natürlich haben wir eine ganze Menge Anmerkungen. Und die erste Anmerkung, also ist Respekt, also für diese wirklich ausdifferenzierte Arbeit. Das zweite ist, glaube ich, wir müssen darüber diskutieren, welches regularische oder regulatorische Instrument ist das Richtige an welcher Stelle. Und wie bekommen wir die Themen flott? Und ich will nur ein Beispiel nennen, wenn es eben um Energieverbräuche geht, vielleicht auch nur als Hinweis, hat das Umweltministerium Baden-Württemberg den Versuch unternommen, mal zu formulieren, wie müsste denn ein künftiges Gebäudeenergiegesetz aussehen, das sowohl den Neubau, das ist ja auch so ein Phänomen, wir regulieren den Neubau und im Bestand sagen wir, die stehen halt rum, die Häuser. Ja? Gleichzeitig haben wir je nach Lesart zwischen 2050 und 2035 Zielkorridore, wo wir CO2-neutral sein wollen.
Aber die operative Ebene wird nicht diskutiert, wie wir da hinkommen, wie wir eine Berechenbarkeit hinbekommen wollen, wie wir regulatorischen Rahmen für Innovationen schaffen wollen. Alles das bleibt im Wagen. Und das hat immer was von Hochsprungübungen, wo man sich darauf einigt, dass man die Latte von 2,40 Meter auf 2,45 Meter legt und alle wissen, wir springen souverän drunter durch. Und da hat man einfach den Wettbewerb nicht verstanden. Und das ist, glaube ich, das, was wir schaffen müssen, dass wir alle zusammenlegen und wirklich präzise sagen, welches Instrument ist an welcher Stelle wichtig. Und euer Ansatz zu sagen, wir versuchen das mal so weit durchzudeklinieren, dass die Politik darüber entscheiden kann geradezu. Das ist aber Neuland insgesamt, das merkt man überall. Aber das muss unser Ehrgeiz sein. Und deshalb heißt es an der Musterbauordnung diskutiere, die muss aber in jedem Bundesland übersetzt werden, in Landesrecht. Das zweite ist ganz großes Thema des Baugesetzbuchs, weil natürlich wir eine Situation haben, dass wir in vielen Städten Bebauungspläne haben, die im Zweifel aus den 70er Jahren kommen, als wir noch über die autogerechte Stadt gesprochen haben. Und wir haben Bebauungspläne in Baden-Württemberg, Wiederaufbaupläne, die beziehen sich auf die württembergische Bauordnung von 1911. Und mit solchen Bauordnungen kann man keine klimagerechte Stadt bauen. Und das ist der Grund auch, warum wir in Baugenehmigungsverfahren so viele Probleme haben, weil wir natürlich einerseits sagen, wir wollen heute Dichtewerte erreichen, die notwendig sind. Wir wollen Bestand umbauen und. Verstoßen damit aber im Prinzip gegen geltendes Kommunalrecht, weil eben die Bebauungspläne Ortssatzungen sind, an denen wir nicht ohne weiteres vorbeikommen, auch wenn wir alle sagen, wir sind gute Menschen und machen das Richtige. Und deshalb müssen wir ganz, ganz grundsätzliche Diskussionen über das Baugesetzbuch führen, die über die Musterbauordnung weit hinausgehen. Und ich appelliere nochmal, wir müssen auch in der Gebäudeenergiegesetzgebung den Sprung nach vorne machen. Wir müssen das Thema graue Energie in die Energiegesetzgebung, Lebenszykluskosten, das sind alles Themen, die eben nicht in der Musterbauordnung platziert sind, sondern eben im Gebäudeenergiegesetz. Und so, glaube ich, lohnt es sich, diese ganzen Themen durchzukauen gemeinsam. Und da hilft es uns wahnsinnig, wenn wirklich Initiativen da den Weg spuren und da auch wahnsinnig viel Mühe reinstecken. Also das, ich sage ja immer, wir von der Kammer, wir sind ja für alle zuständig. Und deshalb sagen wir auch die Architects for Future, das sind wir auch. Also wir geben mit euch an. Das ist sehr vernünftig. ja, also ich finde das spannend, vor allem auch, weil, also wenn ich auf der Baustelle bin, ne, ich habe eine Baustelle oder wir planen gerade ein Projekt, dann merkt man schon, dass man am Anfang sind alle schon auch irgendwie, sie sind sich zumindest bewusst, dass Bauen klimarelevant ist, so, und dass was machen muss, aber der Druck, der entsteht aus dieser Fragestellung, der geht eben nicht in irgendwie ein klimapositives Gebäude, obwohl das wieder ein Prototyp ist, obwohl man wieder irgendwie das machen könnte, sondern der entlädt sich dann eben in andere Richtungen. Und da haben wir uns dann eben gedacht, und das ist jetzt auch irgendwie meine nächste Frage, das ist ja, wie kriegt man denn dann die Architekten auf die Seite, wenn das nicht die Regularien sind? Weil ich das jetzt irgendwie so rausgehört habe, dass bei Frau Lemaitre vor allem, dass wir noch irgendwie was brauchen, neben den Regularien, um diese Leute abzuholen. Ja, also ich glaube, es geht vor allem darum, dass wir die Menschen erreichen müssen. Und das ist, glaube ich, am Ende, wie Sie sagen. Also ich meine, am Anfang ist ja immer jeder hoch motiviert und dann geht es los in der Planung. Irgendwann stehen mal Eurozeichen auf dem Blatt und irgendwo ist was schwer. Und da muss man natürlich auch sagen, wir brauchen auch die Leute, die sich dafür einsetzen, die sich dafür engagieren. Und da sehen wir ganz klar die Architekten und Fachplaner ganz vorne an der Front, weil die beraten ja die Bauherren. Und die müssen das doch bei ihren Bauherren aktiv ansprechen und sich dafür einsetzen. Und
Das ist, glaube ich, am Ende werden wir das nur hinkriegen, wenn wir Menschen erreichen, wenn wir aktiv Menschen erreichen. Und das ist etwas, was ich ganz arg oft sehe, ob in Unternehmen, in Kommunen, in Büros, wenn da Leute sind, die sich engagieren, die was machen, da bewegt sich auf einmal was. Und das ist, glaube ich, somit unser Hauptproblem, dass es ja dann irgendwie in der Theorie weiß man es. Viele haben dann auch eine gewisse Unsicherheit, dass sie sagen, mir fehlt aber irgendwie das Wissen. Und mittlerweile, das Thema ist ja mittlerweile auch schon so pseudowissenschaftlich aufgeladen teilweise, dass wir natürlich auch schauen müssen, wie erreichen wir auch die Leute, die außerhalb unseres Nachhaltigkeitsbubbles aktiv sind. Also es kommt ja immer noch was drauf und dann gibt es irgendwie einen neuen Namen für irgendwas. Und am Ende geht es noch darum, dass wir Qualität bauen, dass wir gute Häuser bauen und dass wir das möglichst Beste in einem Projekt versuchen umzusetzen. Und ich glaube, das schaffen wir nur, indem wir Menschen erreichen. Das haben wir ja auch mit der Bundesarchitektenkammer vor 3 Jahren die Phase Nachhaltigkeit initiiert, wo es genau darum geht, dass Architekturbüros da auch mal eine Haltung zeigen, auch einen Schulterschluss zeigen gegenüber der Bauherrschaft, ob kommunal oder privat. Und einfach sagen, wir setzen uns jetzt für die Themen ein, weil natürlich gibt es Regelungen und natürlich gerade, wenn wir in den Wohnungsbau gehen mit Abstandsregeln und da hört man ja teilweise echt die skurrilsten Sachen. Auf der anderen Seite gibt es aber kein Gesetz der Welt, das einem verbietet, freiwillig mehr zu tun. Also gerade wenn es um das Thema der Auswahl der Bauprodukte geht, das ist eine Frage der Qualität der Ausschreibung, aber Sie können heute problemlos ein schadstofffreies Gebäude bauen. Es gibt Produkte am Markt, Sie müssen das Wissen einfach in die Ausschreibung bringen. Sie müssen quasi auch diesen Bruch versuchen wegzukriegen. Sie müssen eine Qualitätssicherung auf der Baustelle machen. Also da gibt es mittlerweile Mechanismen, die sind teilweise aufwendiger. Vielleicht kosten sie auch den Bauherrn nachher mehr. Eine bauökologische Beratung, wenn man es richtig macht, macht er natürlich auch nicht umsonst. Eine Innenraumluftmessung am Ende auch nicht. Aber von dem her gibt es schon viele Dinge, finde ich, aus diesen Bausteinen, die wir eigentlich brauchen, um nachhaltig zu bauen, die wir heute schon tun können. Ich glaube, da hängt es teilweise an der Haltung, auch am Verständnis, warum ich. Natürlich auch ist es teilweise anstrengend. Also ich kenne viele Projekte, die super geworden sind, aber ich habe da auch erlebt, wie vor allem die Architekten gekämpft haben bei ihren Bauherren, teilweise frustriert waren, sich irgendwie noch mal neu motivieren müssen und dann nochmal. Aber am Ende, glaube ich, wird da kein Weg dran vorbeikommen. Und das andere, glaube ich, wo wir auch ehrlich mit umgehen müssen, ist, Bauen und Gebäude ist eine sehr individuelle, differenzierte Betrachtung. Es kommt immer auf den Standort und auf den Kontext an. Und genau da versagt ja im Grunde Gesetzgebung, muss man ja nur die NF oder das GEG anschauen. In dem Moment, wo ich pauschaliere, bin ich quasi am ersten Projekt schon irgendwie falsch. Und da müssen wir eben sagen, da müssen wir eben auch hinkommen, dass es mehr Vertrauen gibt. Also ich bin eigentlich auch ein großer Freund des vielleicht auch eher Deregulierens. Und wir brauchen auch eine Haltung, gerade auf kommunaler Ebene, dass man auch den Architekten und den Fachplanern vertraut. Dass es nicht immer so dieses ist, naja, wir machen das irgendwie nach Schema F und sonst ist schon wieder schwierig. In der Schweiz anscheinend ist das schon besser als bei uns, weiß vielleicht der Markus Müller noch mehr. Aber ich glaube, das ist einfach wirklich auch diese Mischung. Und am Ende haben wir, jeder, der beruflich aktiv ist, in seinem beruflichen Kontext die Verantwortung, sich für die Themen einzusetzen. Und ich glaube nicht, dass Bauen in der Komplexität, wie es ist, etwas ist, wo auch eine neue Bundesregierung, egal wie ideal das sein könnte, die Kraft haben wird, in der Geschwindigkeit, die wir brauchen, das hinzukriegen. Und dazu vielleicht noch eins, es geht ja allein auch um die Abstimmung der Themen miteinander. In der alten Bundesregierung hätten wir als DGNB mit 5 Bundesministerien sprechen müssen. Deswegen haben wir auch den Brief geschrieben zu den Bundesbauten. Die reden ja teilweise nicht mal im Haus miteinander, die reden doch nicht miteinander. Es gibt eine Arbeitsstättenrichtlinie, da sind Lüftungsraten geregelt, wenn die Schadstofffreiheit nicht zu garantieren ist. Das hat Auswirkungen auf die Energie, aber keiner guckt es an. Und das können wir nur schaffen, wenn wir es am Projekt machen, mit den Fachplanern, mit den Architekten, die sich dafür einsetzen und die halt nicht sagen, ja, ist halt so. Jetzt machen Sie gerade ein riesiges Fass auf. Ja, sorry, aber da darf ich mal einen Vorschlag machen? Ein bisschen auf. Also ich würde ganz gerne tatsächlich auch nochmal was dazu sagen, von wegen unter die Leute kriegen und dann nochmal den Bogen auch zum Bestand machen. Ne? Also was im Moment unter den Leuten ist, das ist Umbauten, sind unkalkulierbar zeitlich, sind unkalkulierbar, was Schadstoffe betrifft, sind unkalkulierbar, was Geld betrifft. Das ist das, was unter den Leuten ist. Und dann würde ich mal so sagen, dass ja jeder Politiker jetzt demnächst immer so macht, wir brauchen ein neues Narrativ. Und das Narrativ kann natürlich nur deshalb irgendwie funktionieren, wenn wir sagen, es wird einfacher. Und deshalb finde ich das super, dass ihr so konkret
hier einen Vorschlag gemacht habe dazu, wie es einfacher gehen kann. Und tatsächlich, es braucht direkte Erleichterung. Wenn ich eine Aufstockung mache und ich kriege da eine Wohnung mehr rein, dann brauche ich dafür keinen Stellplatznachweis. Genau, so muss es gehen. Anders kriegen wir es nicht ans Laufen, denn wir müssen das, was unter den Leuten ist, um Gottes Willen Bestand, nee, lieber abreißen. Das müssen wir ändern. Und das können wir ja nur machen, indem wir wirklich sagen, Bauen mit Bestand wird einfacher. Also es kann zum Beispiel ja irgendwie, ihr habt da so viele Vorschläge für gemacht. Und ich finde zum Beispiel ganz wichtig, was ihr gemacht habt, diese Gemeinwohl vor Privatinteressen stellen. Also da habt ihr ja so ein paar Vorschläge gemacht. Zum Beispiel ist es ja so, wenn man außerhalb eines Bebauungsplans baut, dann brauche ich ja die nachbarschaftliche Zustimmung. Und ihr schlagt ja vor, ach, lass uns das doch einfach umkehren. Also wenn der Nachbar nicht irgendwie zeitgerecht einschreitet, dann ist es eben geschehen. Und ich sage mal, für Barrierefreiheit, also sprich Aufzüge einbauen oder Dämmmaßnahmen, da braucht überhaupt gar keiner mehr zustimmen. Das muss einfach so normal funktionieren. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, wenn es Bestand gibt und es gibt Leute, die haben große Portfolios von Bestandsbauten, dann sind sie auch verpflichtet, Eigentum verpflichtet, also verpflichtet sein zu einer Instandhaltung und nicht einfach Gebäude vergammeln lassen. Also das ist auch eine wichtige Sache, finde ich, die ihr gefordert habt, wo ihr sagt, okay, also Gemeinwohl vor Privatinteressen. Was ich auch unheimlich gut fand, dass ihr ganz viele Dinge gefordert habt zur Suffizienz und Kreislaufaspekten. Das finde ich auch wirklich richtig gut, dass diese Forderung danach, bevor einfach abgerissen werden darf, brauchen wir eigentlich immer ein Rückbaukonzept. Und im Grunde genommen muss man beweisen, also hier Umkehrung der Beweislast auch wieder, dass das bestehende Haus nicht weiter nutzungsfähig ist. Und ich finde, das macht ihr auch sehr guten Vorschlag, sage ich mal, dass da drin steht, okay, also wenn es statisch nicht hält, dann hält es halt nicht. Das ist natürlich klar, irgendwie kann man nichts machen. Aber dass ihr im Grunde genommen fordert, diesen Vergleich LCC und LCA zu machen und dann zu schauen, so was bietet denn das neue Haus und was bietet nämlich das alte Haus. Und da kommen natürlich die Älteren ganz gut weg. Ne? Also solche Sachen finde ich wirklich sehr gut. Dann die Priorisierung der Verwendung von gebrauchten Bauteilen. Also nicht nur Reuse eines Hauses, sondern auch Reuse von Bauteilen finde ich auch sehr wichtig. Das ist allerdings natürlich im Moment so komplett ungeregeltes Terrain. Ja, wieso ist das zum Beispiel etwas, das sind die Niederlande und Frankreich beispielsweise wirklich weiter? Bei denen ist es, ja, und die Schweiz auch, also bei denen ist das erlaubt. Warum geht es bei uns nicht? Weil wir haben ja wirklich, ich finde auch keinen Dachdecker, der mir gebrauchte Dachziegel wieder freiwillig einbaut, weil er sagt, er muss dafür gewährleisten. Also das geht natürlich über die Bauordnung hinaus, aber auch dort muss einfach irgendwo mal diese Regelung rein, dass das gefordert und gewünscht ist. Der muss dafür nicht gewährleisten, das könnten Sie ja machen als Bauherr. Das wollen Sie aber auch nicht. Naja, aber einer muss, aber man muss die Bauherren dann einfach auch mitnehmen. Und damit sind wir wieder bei diesem Thema der Planungsunsicherheiten. Wenn es einfach so ist und es ist für alle so, dann wird es einfacher. Dann finden sich auch die Versicherungen, die das Ganze versichern, dass man nicht mehr selber gewährleisten muss. Also ich denke, das ist ein Prozess, der einfach jetzt mal in Gang kommen muss. Und zu dem Thema, wir brauchen einfach die andere Regelungen. Also so wie Sie es jetzt sagen, Frau Lemaitre, mit der reinen Freiwilligkeit. Also wir brauchen diese Vorreiter. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen eine starke Öffentlichkeit. Wir brauchen eine starke Baubranche. Dann wird sich auch die Politik in die richtige Richtung bewegen. Aber gerade beim Bauen im Bestand, denke ich, brauchen wir diese Vereinfachungen und wir müssen wegkommen, dass jeder diese Einzelzulassungen braucht. Herr Müller, Sie sind da ja auch, Sie haben Erfahrungen mit Bauen im Bestand. Was sind so bei Ihnen immer die Themen, wo es dann scheitert, dass sich dann eventuell Bauherren eben nicht für die Aufstockung, Sanierung, Umbau entscheiden, sondern dann doch Abriss und Neubau? Also wir machen tatsächlich relativ viel Bau im Bestand und erhalten relativ häufig die Gebäude. Und natürlich ist es so, wir können die ganzen Themen durchdeklinieren. Das fängt beim Brandschutz an, bei der Barrierefreiheit hört es auf und bei den
Anforderungen an die Hüllflächen geht es weiter. Und tatsächlich ist es so, dass es schon Bauherren gibt, die bereit sind, da sehr intensiv darüber nachzudenken, wie kriege ich ein Gebäude so ertüchtigt, dass das tatsächlich heutigen Standards weitgehend nahe kommt, ohne dass es heutige Standards erfüllt. Wir haben solche Regelungen ja im Gebäudeenergiegesetz, dass man sagt, bestimmte Arten von Sanierungen bleiben außerhalb des Gebäudeenergiegesetzes. Also das haben wir ja schon. Ich würde aber nochmal vielleicht auch darauf zurückkommen, und das ist die spannende Frage im Augenblick, wie können wir diesen Triggerpunkt finden, ab dem praktisch die Sache leicht wird. Im Augenblick sind wir uns alle einig im Ziel und wir tun uns wahnsinnig schwer, das, sagen wir mal, dem eine Eigendynamik zu geben. Und da sind wir alle am Rumnagen und Forschen und Bohren. Und ich bin zunehmend der Überzeugung, dass wir tatsächlich die regulatorischen Eckpunkte brauchen, dass wir nicht ständig sagen sollten, wir müssen überzeugen, weil das machen wir in den Büros Tag ein, Tag aus. Und am Schluss sind wir schuld, weil das Gebäude energetisch saniert worden ist, ja, und dass es Geld gekostet hat. Und die Architekten wollten das halt, weil die irgendwie, sagen wir mal, Idealisten sind. Und ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass wir als Architektin mehr Geld verdienen würden, wenn wir schlicht ein Gebäudeenergiegesetz hätten, das sagt, erstens, Bestand und Neubau müssen klimaneutral werden. Beim Bestand fällt es uns relativ leicht, im Neubau ist es relativ schwierig, im Bestand ist es relativ schwierig. Und dass wir uns auf den Weg machen, zu sagen, wie kriegen wir das denn hin und wie können wir die Abwägungsprozesse vernünftig ablaufen lassen. Und wenn das Pflicht wäre im Gebäudeenergiegesetz, dann bin ich mir relativ sicher, dann würden alle anderen Themen hinterherlaufen. Und da gehört natürlich die Lebenszyklusbetrachtung dazu, weil wenn wir graue Energie mit Null einsetzen im energetischen Nachweis für ein Bestandsgebäude und sagen, der Neubau muss genau auf den gleichen Lebenszyklusbetrag kommen, dann wird sich der Neubau schwer tun, weil einfach die graue Energie, die im Bau aufgewendet wird, einfach vieles übersteigen wird. Und daran müssen wir, glaube ich, arbeiten, dass wir da auch insgesamt als Architektinnenschaft mehr Know-how zusammenführen. Weil im Augenblick tue ich mir schwer, also da brauche ich relativ lange, bis wir so einen Abwägungsprozess absolviert haben in der Entscheidung, trägt ein Bestandsbau oder wird praktisch ein Neubau notwendig sein. Und ich will nur ein Beispiel nennen in der Alten. Also wir machen Altenhilfeprojekte, Behindertenprojekte, wo, sagen wir mal, Gebäude einfach heutigen Standards nicht mehr entsprechen. Und das sind echte funktionale Schwierigkeiten, die wir da zu bewältigen haben, wenn wir Bestand erhalten sollen. Und das fängt bei Geschossdecken an, das geht bei Installationsdichten weiter und bei Bewegungsflächen eben im Bestand. Und deshalb, glaube ich, muss man wahnsinnig vorsichtig sein, da ganz kurz pauschal zu sagen, das geht alles einfach. Das wird nicht einfach sein, aber Weltrettung ist halt blöderweise nicht einfach. Und das ist, glaube ich, auch eher ein Argument für qualifizierte Architekturausbildung, weil eben damit Menschen nachvollziehen können, dass es eben gute Architektur ist, erstmal Komplexitätsbewältigung und Zusammenführen von extrem unterschiedlichen Aspekten von Gestaltung. Und von daher sehe ich es wirklich so, dass wir das Thema, dass wir nicht immer so tun sollen, als wäre es einfach. Vorher war im Chat eine Wortmeldung aus Mecklenburg-Vorpommern, ja, wo jemand sagt, ich tue mir wahnsinnig schwer, Bauherren über das hinaus zu überzeugen, als das, was die pragmatischerweise halt so gebaut haben wollen. Und ich finde, Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Genauso wie beispielsweise Straßenverkehrssicherheit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Und im Straßenverkehr kommt ja auch niemand auf die Idee,
zu sagen, wir finden es alle richtig, dass man innerorts langsam fährt, aber da appellieren wir an den gesunden Menschenverstand. Sondern da gibt es einfach eine Regel, die heißt schneller als 50 fährst du nicht und im Zweifel fährst du nicht schneller als 30. Und das, finde ich, kann man relativ einfach aufs Bauen übertragen. Und da müssen wir, glaube ich, hinkommen, dass wir die Politik zwingen, jetzt nicht nur Schönwetterreden zu halten und in Koalitionsverabredungen alles Mögliche zu versprechen, sondern dass sie sagen, wir machen das und wir halten als Politik den Kopf hin. Und ich finde, es gibt wenig positivere Dinge, für die man den Kopf hinhalten kann, als Klimaschutz. Also ich glaube, da treffen die auf eine breite Zustimmung in der Bevölkerung. Und da müssen sie halt einfach mal den Mut dazu haben. Und das finde ich schon auch, das ist eine epochale Herausforderung. Ich will jetzt nicht alles selber reden, Christine, aber vielleicht noch einen Gedanken. Wir müssen einfach sehen, dass wir, wenn wir sagen, wir wollen auf einen klimaneutralen Gebäudebestand bis 2040 kommen oder 2045, dann heißt es, wir werden die Gebäude sanieren müssen. Das sind 19 Millionen Wohngebäude. Das ist richtig viel, wenn man das mal runterbricht auf unsere Jahresbauleistung. Und da müssen wir schlicht über Ressourcen sprechen, über Personen, die das überhaupt können und. Und über Handwerker will ich jetzt gar nicht sprechen. Aber das andere ist, wir müssen auch die regenerative Energiebereitstellung auf die Reihe kriegen. Und wir haben es nur mal ausgerechnet mit dem Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme. Wir reden da nur für das Bauwesen über 1 Milliarde Quadratmeter PV-Fläche in Deutschland. Das ist eine Verachtfachung der Installationsleistung pro Jahr, die wir jetzt im Augenblick haben. Das ist eine riesengroße gestalterische Herausforderung. Das sind große Herausforderungen, aber ich würde gerne wieder auf die Bauwende zurückkommen und genau, vor allem die Bauordnung und der Frau Lemaitre das Wort übergeben. Genau, ich wollte es nur noch mal richtig stellen. Ich finde das natürlich auch super, sonst hätten wir es ja nicht unterstützt. Was ich vorher meinte, das ist natürlich ein Baustein, ist die Regulatorik. Das andere ist aber auch, wir brauchen einfach gute gebaute Beispiele. Also wir haben das beim GEG erlebt, da haben wir uns ja auch für diese Umstellung auf CO2 als Zielgröße sehr stark eingesetzt, auf die Betrachtung des Lebenszyklus. Wir haben sogar das durchgerechnet an DGNB-zertifizierten Gebäuden, weil es ja gerade von der Dämmstofflobby da sehr starken Gegenwind gab. Die wollen natürlich von der Effizienzwelt, da wollen die nicht raus, die wollen nicht auf die CO2-Welt umschwenken. Und wir konnten uns da nicht durchsetzen. Und das fanden wir wahnsinnig frustrierend. Und ich glaube, da muss man schon auch schauen, wie funktioniert dieses Spiel. Und ich bin da ganz auch bei Ihnen und auch bei Markus Müller. Wir brauchen eine Regulatorik, die im Grunde diese Leitlinien setzt, die auch nach unten hin mal sagt, es geht einfach nicht mehr, ist einfach mal gut. Also gewisse Dinge, das geht so nicht mehr. Auf der anderen Seite glaube ich, oder das ist ja auch die Arbeit der DGNB, glauben wir nicht, dass es geht, ohne dass wir es auch heute schon in den Markt bringen und zeigen, dass es geht. Weil anders wird man gegen diese Lobbying-Leute und Personen, und das ist ja eine sehr professionelle Maschine, die da läuft, vor allem eben von Unternehmen, die was verkaufen, wenn neu gebaut wird, oder die dran verdienen, wenn quasi mal alles durchgedämmt wird, auch in der Sanierung. Und das werden wir nur schaffen, diesen Druck zum einen gesellschaftlich auf die Politik, aber auf der anderen Seite auch diese Ausrede zu nehmen, oh, das ist ja nur teuer, oh, das geht ja nicht, oh, das gab hier mal ein Leuchtturmprojekt, aber das war ein Forschungsprojekt und da hat man irgendwie, weiß nicht, wie viele Millionen zugeschossen. Und ich glaube, diesen Spagat und auch diese Wechselwirkung, da müssen wir einfach schauen, wie wir das hinkriegen. Und das andere ist, ich glaube, Politik ist einfach zu langsam. Also die Zeit läuft, Paris ist 2015, jetzt findet die COP26 statt, die Verhandlungen laufen immer noch. Das ist ja eigentlich Wahnsinn und unverantwortlich. Und das ist schon das, wo ich natürlich jeden auch zu motivieren möchte, dass man in dem Rahmen, den man hat, auch persönlich versucht, das Maximale zu tun. Weil wir können da nicht auf die Politik warten. Das bei aller Hoffnung, aber es wird einfach zu lange gehen. Also von dem her finde ich das super und finde ich auch richtig, dass Sie auch sagen, wir machen die Dinge einfacher, gerade im Bestand. Ich glaube aber, wir brauchen auch dieses Ping-Pong zwischen auch, guck mal, es geht und es ging zu nicht mehr Kosten und es ging
für sozialen Wohnungsbau und es ging hier überall. Warum soll es nicht in der Breite gehen? Ich würde ganz gerne was dazu sagen. Also ich finde, Politik ist gar nicht so langsam. Also wenn die zum Beispiel solche Aufgaben haben, eine Pandemie abzuwenden, dann sind die eigentlich relativ schnell. Und ich muss ganz da gab es noch keine Lobbyisten in der ersten Welle. Ja, genau. Noch, jetzt guck nicht, mal, wie irre die Regelungen sind. Ich habe drei Kinder, ich kann davon zwei Stunden erzählen. Nichtsdestotrotz hatten wir relativ schnell irgendwelche Regelungen auf dem Tisch. Und die, ich glaube einfach, dass der Druck tatsächlich immer noch nicht groß genug ist. Aber dafür haben wir ja unter anderem euch, Architects for Future. Aber die Frage ist natürlich auch, ich denke, als Wissenschaft, ich bin ja die Vertreterin der Wissenschaft, ich mache auch Druck, wo es geht. Ich fand das total passend, dass ihr da halt diese Petition zur Bauwende eingereicht hat und dass ich dann auch angefragt wurde, die zumindest für die Grünen und zu kommentieren, deren Vorstoß und auch von der FDP natürlich nicht weit genug ging. Ich bin doch sehr dafür zu regulieren und zwar relativ schnell. Ich glaube, das würde auch mit einigen Gesetzen einfach gehen, die man nur einhalten muss, weil die sind schon da, also Kreislaufwirtschaftsgesetz zum Beispiel, ne? Kein Inverkehrbringen von Gütern, die nicht recyclingfähig sind zum Beispiel. Also einfach mal das durchsetzen, was schon da ist. Nützt ja nichts, rote Ampeln aufzustellen und dann gar nicht hinzugucken, ob drüber gefahren wird oder nicht. Nee, es muss dann eben auch eine Strafe geben. Oder beim Neuinverkehrbringen von Produkten könnte man ja auch sagen, so wir versuchen mal à la FDP, mal an die Erneuerungsbotschaften der Industrie zu glauben und wir fordern sie jetzt heraus mit so einer Regel wie ein neues Produkt darf nur auf den Markt gebracht werden oder bekommt nur eine Zulassung, wenn es sowieso recyclingfähig ist, also kompostierbar oder im technischen Kreislauf Recycling, also kein Downcycling. Und wenn es gleichzeitig sparsamer ist, was die CO2-Output betrifft, als ein Vorgänger und gleichzeitig meinetwegen einen höheren Sekundärrohstoffanteil hat. Ich glaube, es gab sowas mal, weiß nicht wann, in Japan oder so, als deren Wirtschaft so ein bisschen stockte und so ein bisschen lahm geworden war. Und dann haben die sowas als Paradigma herausgegeben und daraufhin erneuerte sich die Wirtschaft relativ schnell, vor allen Dingen, wenn man dann noch sagt, okay, und die bereits zugelassenen Bauprodukte verlieren halt ihre Zulassung, immer der Schlechteste quasi fällt raus. Also das schlechteste Fenster fällt dann halt raus unter diesen Gesichtspunkten nach 5 Jahren oder wie auch immer. Also da könnte doch vielleicht sogar ein Herr Lindner mitgehen, würde ich hoffen. Ja, und ansonsten glaube ich nochmal, wie kriegen wir es schneller hin? Wir brauchen auch eine bessere Ausbildung in diese Richtung. Also klar, wir brauchen überall eine bessere Ausbildung. Das ist, das würde man wahrscheinlich in der Biologie, wenn man Biologie unterrichten würde, würde man das auch sagen, wir brauchen eine bessere Ausbildung. Aber bei den Architekten müssen wir vielleicht wirklich einen anderen Fokus jetzt mittlerweile mal setzen, wie wir im Grunde genommen bei allem einen anderen Fokus setzen sollten. Also der Fokus muss jetzt wirklich auf, wie Sie so schön sagten, Herr Müller, auf Welt retten sein. Und man muss im Grunde genommen jede Tätigkeit, alles, was wir machen, ist irgendwo ein bisschen politisch, ja. Und wir müssen uns jedes bei allem, was wir tun, die Frage stellen, ist es jetzt tatsächlich zum Weltretten geeignet oder ist es es eben nicht? Und im Grunde genommen, wenn wir überleben wollen, als vorhin war mal was von Schwarmintelligenz auch hier so zu hören, dann müssten wir im Grunde genommen alle diese Frage uns bei jeder Handlung stellen, ist auch politisch, und dann sagen ja oder nein. Das müssen wir bei jedem Gesetz machen. Jedes Gesetz muss auf den Prüfstand, bringt das, ist das für den Klimawandel oder dagegen? Und ja, und ich glaube, wir brauchen eine bessere Architekturausbildung. Wir fangen jetzt in Wuppertal schon mal an. Wir werden einen schönen Masterstudiengang neu auferlegen zum nachhaltigen Bauen mit der Unterstützung der DGNB übrigens. Das klingt ja schon mal sehr gut und eigentlich wäre das jetzt genau eine fantastische Schlussrede gewesen, aber wir haben noch ein paar Minuten. Und deshalb würde ich jetzt gerne noch so eine letzte Fragerunde für diesen offiziellen Teil. Ich weiß, wir haben einige Fragen im Chat. Bitte um Verständnis, wir heben uns die auf für, wir sind ja nachher noch da in der offenen Runde, dass wir dann einfach direkter ins Gespräch auch kommen können. Genau, und jetzt so eine Runde, alle drei nochmal. Gibt es noch Punkte, die Ihnen jetzt für die Bauordnung und die Novelle gefehlt haben? Und was können wir noch tun, damit am 18. November, wenn sich die BauministerInnen der Länder treffen,
die Novelle der Bauordnung tatsächlich auf deren Agenda landet, dass sie darüber diskutieren, auf Basis von unseren Vorschlägen. Wie gesagt, die sind ja auch nicht als abschließend zu betrachten, sondern sollen als Diskussionsgrundlage einfach schon mal eine Vorarbeit darstellen. Wie können wir da mehr Bewegung reinbringen und was fehlt gegebenenfalls noch? Wer möchte beginnen? Also ich kann gern vielleicht noch ein bisschen was Positives, bevor ich denn auf die Bauordnung eingehe. Wir sehen im Augenblick bei der KfW, dass die Bundesförderung energieeffiziente Gebäude mit einer relativ hohen Finanzausstattung, dass die tatsächlich bei Investoren auf Resonanz stößt. Und ich glaube, ein Grundsatz muss sein, dass jemand, der das Richtige tut, finanziell besser dasteht als jemand, der das Falsche tut. Und deshalb finde ich eine hemmungslose Förderung von energieeffizienten Bauen, nachhaltigen Bauen. Wir haben das ja geschafft, in die KfW-Förderung ein Element als Experiment reinzubringen, das zusätzliche Fördermittel bereitstellt für Nachhaltigkeitsnachweise. Ich glaube, diesen Pfad, dass man also ein Belohnungssystem einführt, ist vielleicht sogar derjenige, der am schnellsten zum Erfolg führt. Weil Geld schlicht ein hoher Motivationsfaktor ist und das wissen wir in der sozialen Marktwirtschaft. Und von daher glaube ich, gibt es da schon positive Ansatzpunkte. Ich fände es ein Riesenerfolg, wenn das Thema nicht nur Musterbauordnung, sondern eine Bauordnung im, sagen wir mal, als Chiffre für das ganze Gesetzgebungskonvolut Gebäudesektor. Wenn die das besprechen würden. Eine riesengroße Forderung meines Erachtens heißt, wir sehen das gerade in Baden-Württemberg sehr positiv, wir brauchen ein anständiges Bau- und Nachhaltigkeitsministerium, das den Umbau, diese riesengroßen Transformationsprozesse, die vor uns liegen, als eine Kernaufgabe im Ministerium hat. Wir merken das, wie viel Dynamik da reinkommt, wenn wir ein zuständiges Ministerium haben, das sich mit den Themen beschäftigen muss und eben auch dann Erfolge vorweisen muss. Und das nicht, wie es Christine vorher erzählt hat, in fünf Ministerien irgendwo versandet. Also das wäre eine Forderung, glaube ich, die jetzt für die Koalitionsgespräche ganz nach vorne kommt. Generell finde ich, also Ergänzungen einmal nochmal oder Änderungen da in eurem Papier. Also ich habe mir irgendwie, wir hatten gerade noch so eine tolle Begegnung mit Concula. Also das sind ja die sorgen ja dafür, dass Reuse quasi etwas normaler wird, in Anführungsstrichen, indem sie halt alte Bauteile kartieren und die dann in Wiederverkauf bringen. Und die meinten zum Beispiel auch tatsächlich, dass ausschließlich selektiver Rückbau, dass das eine Forderung wäre, die auch was nach vorne bringen würde. Denn natürlich ist es auch so, wie oft kommt man einfach an irgendeiner Baustelle vorbei und was sieht man? Das wird mit der Abrissbirne vorgehauen, zumindest in Nordrhein-Westfalen ist das so, ja. Und man sieht einfach, dass Dachpfannen vom Dach genommen werden und werden von, weiß nicht, aus 15 Metern Höhe in so einen Container geworfen. Ja, die sind dann kaputt, ne? Also die sind dann tatsächlich irgendwie schöne Deponieware. Also im besten Fall vielleicht noch geeignet, um da irgendwie irgendwas anderes draus zu machen, aber so einen Weg oder so. Also ich finde sowas selektiver Rückbau ausschließlich könnte was sein. Dann vielleicht bei den Stellplätzen so fände ich auch nochmal ganz gut, wenn ihr vielleicht noch überlegen könntet, ob man nicht da auch die Umkehr der Beweislast eigentlich einführt, so nach dem Motto, eine Wohnung bauen ist normal, aber ohne Stellplatz und Garage. Und der unbedingt eine haben will, der soll doch beweisen, dass er nicht ohne auskommt. Also ist ja nicht unmöglich. Und und dass auch keine andere Möglichkeit hat, das abzustellen. Dann könnte man ja auch mal so eine Garage genehmigen. Dann finde ich persönlich unheimlich kompliziert im Bestandsbau, wenn es so kommt, dass man von der Gebäudeklasse 3 in die 4 kommt, weil der obere Geschossboden eben über 7 Meter ist.
Also nur Mini-Bauvorhaben jetzt gerade machen wir und da war so eine kleine Galerieebene noch drin. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal weg. Jetzt gibt es so einen riesen Hohlraum und dann bauen wir darauf, dass natürlich irgendwann illegal der Nutzer, dass sich sowieso ein Hochbett oben einbaut, ja. Aber beantragen kann man es eben nicht, weil dann werden die Ansprüche, was das Feuer- und Brandschutz betrifft, so riesig und das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Das ist in Teilen nicht nachvollziehbar. Und ich finde auch unheimlich wichtig, also, dass man nicht den Bestandsschutz verliert, nur durch eine Aufstockung. Klar, bei einer Aufstockung kommt eine neue Last drauf, aber das kann der Statiker ja auch rechnen, zur Not bis in die Fundamentenertüchtigung. Aber es ist nicht einsehbar, dass das Haus, was da unten drunter steht, trotzdem irgendwie wärmegedämmt werden muss und Schallschutz irgendwie erfüllen muss. Weil das ist noch das alte Haus. Es ist nur ertüchtigt, indem meinetwegen die Fundamente ausgegraben wurden und ein bisschen dicker gemacht wurden. Oder GFK mit Lamellen unter die Decke geklebt wurden, damit die Decke wieder hält. Aber es ist nicht einzusehen, dass es gleichzeitig auch noch wärmegedämmt oder sonst was werden muss. Das macht es zu schwierig. Und ich finde, das könntet ihr vielleicht noch versuchen, da reinzubringen. Und ansonsten, wie kann man hier den Wandel vorantreiben? Ja, mit den alten, coolen Mitteln, die ihr doch so gut drauf habt. Also Demo. Mit einer Demo und vielleicht auch in Architekturbüros. Ich habe mir gerade so einen Chat angeguckt, fand ich eine ganz spannende Idee. Streik im Architekturbüro. Ja, genau. Wir streiken für den Bestandserhalt. Finde ich eine super Idee. Sehr spannend. Frau Lemaitre, gehen Sie mit uns auf Streik oder was wäre Ihre Idee, wie wir hier ein bisschen Geschwindigkeit noch reinbringen können? Ja, auch gern mit Ihnen auf den Streik, auf jeden Fall. Wir können uns auch anketten vor der Ministerkonferenz. Wäre vielleicht auch mal gut, wenn man da mal ein bisschen Emotionen reinbringt, weil ich glaube, das fehlt ja einfach in der politischen Diskussion. Wenn Emotion drin ist, dann geht es immer nur um das Thema bezahlbares Wohnen. Und das wäre jetzt für mich vielleicht noch ein Thema, das ist, glaube ich, auch mit eine Herausforderung ist. Man will ja nicht von Problemen jetzt am Schluss reden, aber eine Herausforderung, dass wenn wir über Bauen reden, gerade die politische Diskussion dann immer beim sozialen Wohnungsbau landet. Wir haben aber auch andere Gebäude in Deutschland, wo es eigentlich kein Problem ist, den Bestand weiterzubauen, umzubauen, wo auch das Thema, was kostet es, in der Regel nicht so ein Problem ist. Wir haben viele kommerzielle Immobilieneigentümer, die da sowieso aktuell unter Druck geraten aus diesem ganzen Thema Sustainable Finance, was jetzt da aus Brüssel kommt, dass die Banken anfangen nachzufragen, was ist denn euer sozialer Beitrag mit den Gebäuden, die ihr habt, die ja dann eben auch als Investitionsgut quasi dienen für ganz viele von uns. Das ist ja nach wie vor das Investitionsgut Nummer 1. Deutschland wurde gerade Nummer 7 weltweit gerankt als begehrtester Investitionsmarkt in Immobilien. Und da muss man, glaube ich, sagen, da muss man auch die Baulandschaft auch mal ein bisschen vielleicht auch differenziert betrachten, auch gerade wenn es um das Thema Bestandsschutz geht. Weil ich sehe, das ist so wie der Markus Müller vorher gesagt hat, für Krankenhäuser, Altenpflegeeinrichtungen ist es teilweise funktional schwierig, den Bestand zu erhalten. Warum eine Firma sich ein Gebäude abreißt, um sich ein neues Headquarter hinzubauen, da habe ich kein Verständnis für. Und ich glaube, da muss man schon auch sagen, vielleicht auch für die weitere Arbeit und auch diese Umbauordnung, dass man eben auch das Thema Bauen mal differenziert betrachtet. Es gibt unterschiedliche Gebäudeeigentümer, es gibt den Bund, da haben wir ja schon zusammen Aktivitäten entwickelt, es gibt die Länder, die reden immer was von Vorbildrolle, dann sollen sie doch bitte auch mal leben. Und ich glaube, wenn wir den Teil von der gebauten Umwelt irgendwie schon mal positiv in den Griff kriegen würden, dann können wir uns auch im nächsten Schritt damit beschäftigen, wie wir im Wohnen umgehen. Aber ganz viel Diskussion und auch Beispiele jetzt in Ihrer Umbauordnung sind dann so sehr auf das Wohnthema fixiert. Und ich glaube, wir müssen die anderen da auch mehr in den Fokus bringen, weil die fühlen sich, glaube ich, aktuell da relativ sicher. Man muss ja nur Wohnen sagen und dann kriegt der Politiker schon wieder Angst und dann ist das Thema irgendwie tot, irgendwas zu verändern. Also das wäre mein Wunsch und auch mein Rat, da vielleicht auch ein bisschen differenzierter das Thema Immobilienwirtschaft, gebaute Umwelt zu adressieren, auch in der Kommunikation und natürlich ganz massiv jetzt Kommunikation auch machen. Also ich glaube, wir müssen auch ran an die Architekturmedien. Wir müssen Bestand sexy machen. Und es kann doch nicht sein, dass Architekturpreise in Zeitschriften, was ist es denn, der Neubau? Überall der Glossy irgendwie und das, da müssen wir doch weg. Ich war gerade letzte Woche auf der Expo Real, da kann man sich das dann mal anschauen.
Und da steht die Branche heute noch, die Kommerz. Ich fand es eigentlich ganz schön, dass die Pritzker-Preisträger jetzt Lacaton und Fassade. Das war jetzt mal ein positives Beispiel, ja. Aber ich glaube, in der Regel, und ich gucke ja auch immer ein bisschen aus dem internationalen Kontext, wir haben ja da schon auch eine Verantwortung. Und da wird ja einfach das Neue, wird ja immer kopiert und jeder will es irgendwie immer neu haben. Und ich glaube, dieses Bestand ist sexy. Das muss rein in die Architekturlehre auf jeden Fall und das muss aber auch in die Köpfe der Architekten, wenn die mit ihren Bauherren reden und der Bauherr sagt, ich hätte jetzt gern hier Wolferglases neues Headquarter und dann wollen sie vielleicht noch DGNB zertifizieren. Wir können die Verantwortung nicht von allem auf uns nehmen. Da ist meistens das Kind auch schon in den Brunnen gefallen. Die Diskussion führen wir auch, ob wir sowas perspektivisch ablehnen zur Zertifizierung, aber das wird wahrscheinlich dann auch nicht kraftvoll genug sein. Also ich glaube, da müssen wir schon auch gucken, wie wir diese Neubau-Mentalität auch in den Köpfen rauskriegen bei den Leuten. Ja. Das ist interessant, ne? Jeder Architekt, oder viele wollen ja Architekt werden, weil sie für die Ewigkeit bauen wollen. Gleichzeitig wollen sie aber auch immer abreißen und neu bauen. Ja, aber das davor hat doch auch einer gebaut, der für die Ewigkeit bauen wollte. Dann kann ich das doch nicht jetzt schon wieder abreißen. Also es funktioniert doch gar nicht. Ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass es, also auch für Architekten, dass sich dieses Selbstverständnis vom Gestalter, der einfach dieses ganze Ding, ne, und nicht aufbaut auf den Entscheidungen von dem, was vorher schon da war und alles, was sich schon eingeschliffen hat, natürlich auch über Zeit, dass er das nicht versucht mitzunehmen, sondern dass er sagt, ich mache jetzt alles weg und dann mache ich es nochmal besser als das, was war. Und, das ist ja auch eine wirtschaftliche Frage. Ja. Muss genau. Man ja auch sagen. Also ich kenne, aber da machen wir eine neue Diskussion ja, auch. Aber genau, ich wollte nämlich jetzt auch sagen, wir sind nämlich mit dem offiziellen Teil am Ende. Wir sind sogar schon über am Ende hinaus, ein paar Minuten. Wir wollten jetzt als nächstes die Fragen beantworten, die im Chat stehen. Allerdings das, was wir streamen oder das, was auf YouTube geht, das hört damit auf. Deswegen wollte ich mich verabschieden von allen, die zugeschaut haben auf YouTube und mich bedanken bei unseren Gästen natürlich auch für das spannende Gespräch. Ich habe mitgenommen für uns, dass es wichtig ist, auch regularisch quasi die untere Grenze. Ne? Also was ist eigentlich möglich? Und da ziehen wir jetzt einfach am Boden ein und das ist wichtig und dafür werden wir dann auch jetzt weiter kämpfen und weiter Vorschläge machen und wir engagieren uns da. Auch wenn wir wissen, dass natürlich mit einer Bauordnung oder mit einer Änderung der Musterbauordnung noch lange nicht passiert ist. So, das ist uns klar. Dementsprechend, Dankeschön fürs Dabeisein. Dankeschön. Ja, danke euch. Dankeschön.